Bevor jetzt jemand fragt, was hat er jetzt hier in der Bastelgarage? Das erkläre ich euch sofort und zwar kurz vorneweg. Aber zuerst einmal herzlich willkommen in der Bastelgarage. Bekannte von mir sammeln solche Sachen, Altertümchen, und man hat mich gebeten, um dieses Bild einen Rahmen herum zu machen. Ist eigentlich ein kleines, leichtes Projekt, hoffe ich zumindest mal. Und zwar erstmal was kurz zu dem Bild. Das Bild heißt Die unbefleckte Empfängnis von Los Venerales oder auch Die unbefleckte Empfängnis der Seele. Das ist eigentlich ein Ölgemälde des spanischen Künstlers Bartolomé Estalle Morello. Der hat von 1617 bis 1682 gelebt. Und dieses Bild wurde um 1687 geschaffen. Das war dann damals die Barockzeit. Das Original hängt im Museo del Prado in Madrid in Spanien und ist im Original 2,74 Meter groß und 1,90 Meter breit. Diese Kopie hier, die ist 96 cm mal 70 cm circa breit und die hat hier am unteren Rand eine Beschädigung. Und der Rahmen, der soll diese Beschädigung hier abdecken. Und bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, zu denken, das Bild ist unheimlich viel wert, nein, ist es nicht. Es ist zwar auch wie das Original Öl auf Leinwand gemalt und müsste eigentlich auch mal gereinigt werden professionell, aber ich persönlich schätze mal, dass das Bild vielleicht 200-300 € wert ist. Nichtsdestotrotz, meine Bekannten möchten sich das gerne zu Hause aufhängen und da bin ich natürlich gerne behilflich. Jetzt soll der Rahmen natürlich einen ganz einfachen, simplen Rahmen soll es ergeben, keinen schön geschnörkelten Barockrahmen. Und zwar habe ich mir dafür hier dieses 20x20 mm Buchenholz mal 1 Meter lang, also 1000 mm lang. Davon habe ich hier 4 Stück. Und hier habe ich mir dann noch Buchenleisten geholt. Die sind 40 mm mal 10 mm dick und auch 1000 mm lang, also 1 Meter lang. Und ich lege das jetzt mal hier grob zusammen, wie das Ganze eigentlich, wie ich mir das vorgestellt habe, wie das werden soll. Diese einfache Rahmenkonstruktion soll folgendermaßen aussehen. Ich werde hier diese Hölzer rundherum hinlegen, diese 20x20 mm, dass die hier bündig sind. Und dann jeweils hier eine Leiste erstmal auf das Holz aufleimen und hier auch zurechtschneiden. Und zwar, dass dann hier der Anschlag entsteht. Das bedeutet, dass der Rahmen, dass dieses Teil hier, das liegt hier über diesem Holz drüber. Und dazu werde ich jetzt erstmal die beiden Seitenteile, rechts und links vom Bild, diese beiden Sachen aufeinander leimen. Die anderen Teile werden genau an den Bilderrahmen angepasst, dementsprechend zurechtgeschnitten. Das hier muss auch noch zurechtgeschnitten werden, aber das lassen wir einfach mal bis morgen trocknen und dann machen wir weiter. Ich habe jetzt hier die Schraubzwingen abgemacht. Das ist eigentlich ganz schön geworden, muss natürlich noch ein bisschen geschliffen werden. Und jetzt lege ich diese Seitenteile mal verkehrt rum, hier drunter,
so auf beiden Seiten, damit ich hier einen Abstand messen kann. Ich schiebe mal ein bisschen höher. Na, das rutscht. So. Und zwar soll ja jetzt hier dieses Holz hier unten rein. Und das muss ich ja abschneiden. Und dazu muss ich ja hier ein bisschen Platz haben. Und das hier kann ich, das passt ganz genau, wenn ich das auf 70 cm mache, dann passt das prima. Also schneiden wir jetzt erstmal zwei von diesen Leisten für unten und oben, zwei von den Leisten auf 70 cm ab. Das Holz passt jetzt hier genau zwischen. Rundherum habe ich etwas Luft. Und jetzt geht es darum, bis hierhin ist ja das Bild beschädigt. Das heißt, ich muss hier bis hierhin die Leiste drauflegen, damit die Beschädigung hier verdeckt ist. So, das heißt, hier an der dicksten Stelle muss ich hier unten... Moment. Ich hol mir das Maß mal, damit ich gleichmäßig bin. Hier rüber. Ja, das müsste noch ein bisschen... Ja, das Maß habe ich hier. Genau, und damit deckt das genau diese Kante ab. Jetzt will ich einfach das untere Brett, die untere Leiste, die schneide ich mir der Länge nach. Ich zeichne das gerade mal an. Diese Leiste muss jetzt hier genau um dieses dünner werden, damit das Holz hier abgedeckt wird, aber auch gleichzeitig hier diese Beschädigung abdeckt. Und das machen wir natürlich hier an der Tischkreissäge. Das ist das schöne Hölzchen, das passt dann auch genau hier zwischen. Da kommt dann nachher, ich mache es mal so, diese Leiste drüber und verdeckt genau die beschädigte Stelle. Natürlich auf der anderen Seite. Bei dem Holz habe ich mir jetzt auf beiden Seiten die Mitte angezeichnet, habe dann hier diese Klemme, die ist normalerweise für eine Schiene. Da gibt es auch ein Video hier zu meinem Tisch, das klemme ich jetzt einfach hier ein, weil ich bekomme halt hier oben an der Standbohrmaschine, bekomme ich das ja nicht runter. Das klemme ich hier ein. So, und damit kann ich dann hier hineinbohren, ohne dass das verrutscht. Und zwar ist das ein 6 mm Bohrer, um diese Holzdübel da rein zu machen. Auf der anderen Seite habe ich auch einen 6 mm Bohrer, der ist aber nicht so tief, weil ich ja in das Querholz rein muss. Aber zeige ich euch gleich. Das andere Holz, was ich mir schon zurecht von der Länge her geschnitten habe eben, da bohre ich genauso auch zwei Löcher rein. Das kommt dann an die obere Seite ran. Jetzt möchte ich natürlich mit diesen Holzdübeln, die kommen ja hier rein, möchte ich das hier rechts und links festmachen. Dazu mache ich in die Löcher diese, die sind so klein, 6 mm Metallspitzen hinein. Die werden nur reingedrückt. So, hier hingelegt. Der anderen Seite mache ich das genauso. Dann richte ich das Ganze ein bisschen aus und drücke es zusammen, sodass die Spitzen sich rechts und links hineindrücken. Und damit habe ich jetzt genau hier den Punkt, wo ich reinbohren muss. Hier sitzt der kürzere Bohrer drauf, also das, was kürzer eingespannt ist. Der Bohrer ist gleich lang. Und damit haben wir dann da auch das Loch drin. Und damit setze ich dann nachher mit ein bisschen Leim den Holzdübel hier rein und in diese Seite und verbinde das Ganze miteinander. Jetzt verfahre ich genauso an der oberen Seite, aber dazu muss ich natürlich ausmessen, wie groß, wie lang das ist. Das Holz hier, die Hölzer rechts und links sind ja zu lang. Die schneiden wir dann gleich ab. Jetzt habe ich gerade gemerkt, es ist wohl besser, wenn ich das untere Holz hier erstmal reinmache. Dann habe ich nämlich einen genauen Anschlag. Also ich werde in die lange Seite
den Dübel einleimen, aber auf der anderen Seite noch nicht. So, und das dann provisorisch hier reinschieben, rechts und links. Einmal herumgedreht. Und hier kann ich dann das Holz anpassen. Ah, das sind auch nur ein paar Millimeter, die abgeschnitten werden müssen. Ich überlege gerade, am besten lasse ich das. Dann habe ich nämlich auch ein bisschen Platz, dass das Bild sich im Notfall auch ein bisschen ausdehnen kann, der Holzrahmen. Ne, dann machen wir das direkt hier rein. Selbe Prozedur, hier sind ja die Löcher drin. Dübel kommen da rein, ich bohre das jetzt hier rechts und links und dann schauen wir weiter. Und dieses Mal machen wir es anders, also hier sind jetzt die Dübel drin. Ich mache jetzt hier in den Löchern und hier den unteren Rand, das mache ich jetzt direkt mit fest. Nun zeichne ich mir hier die Leiste an. Mal sehen, wo das schönere Stück ist. Dann machen wir das so rum und schneiden es wieder ab. Leimen wir das Ganze mal ein bisschen aufeinander. Und selbstverständlich verfahren wir mit der anderen Seite genauso. Das lassen wir jetzt nur noch trocknen und dann geht's gleich weiter. Kleiner Nachtrag, ich habe das Ganze dann jetzt mit Schraubzwingen noch den Rahmen von rechts und links festgemacht. Und damit das Ganze auch winklig ist, habe ich hier, ich hoffe, das wackelt mal nicht so sehr, einen Winkel mit Schraubzwingen festgemacht, damit das auch genau hundertprozentig passt. Das sieht ja jetzt schon mal schön aus. Wenn jetzt der Bilderrahmen hier drin ist, hat er natürlich hier hinten keinen Halt. Da habe ich mir überlegt, ich habe hier aus so 4 mm Restsperrholz, habe ich mir dann so Dreiecke geschnitten. Die sind, ich glaube, 6 mal die Kantenlänge hier ist 6 cm. Und das soll hier so drauf und jeweils mit einer Schraube hier festgemacht werden. Und dazu werde ich mir jetzt hier mit der Oberfräse halt eine Kante reinsägen. Ich habe mir jetzt ein Streichmaß vorbereitet. Und zwar geht das hier und hier runter. Da lege ich das Ganze jetzt dran. So, und zeichne mir hier oben und hier unten jeweils die Ecken ein. Und das fräse ich mir jetzt hier mit der Oberfräse und diesem Anschlag grob raus, bis auf die Spitzen, bis auf die Dreiecke. Das sieht ja schon mal gut aus. Das machen wir jetzt nur noch im Stechbeitel hier die Ecken schön raus. So, legen wir das Bild wieder rein und ich habe jetzt hier Vertiefungen, Löcher mit Vertiefungen reingemacht. Das kommt dann genau hier rein. So. Und schraube das Ganze fest. So, wenn alle 4 Ecken so gemacht sind, kann das Bild auch nicht mehr rausfallen und hält. Das mache ich jetzt noch an den anderen 3 Ecken und dann melde ich mich wieder. Nachdem ich jetzt den Rahmen gut geschliffen habe, und zwar mit
mehreren verschiedenen Schleifpapierkörnungen. Das letzte, was ich gemacht habe, glaube ich, ist ein 240er Korn. Ist das Ganze schön glatt. Und jetzt kommt hier so etwas. Und zwar ist das ein sogenanntes Staubtuch oder auch Bienenwachstuch nennt sich das Ganze. Und zwar, das klebt ein wenig, das nimmt den Staub weg. Wenn ihr den Staub hier drauf lasst und drüber lackiert, habt ihr die ganzen feinen Staubpartikel dann im Lack drin. Und damit das nicht passiert, ist dieses Tuch. Und damit wische ich das Ganze jetzt erstmal ab und dann wird das Ganze einfach mit Klarlack lackiert. Das ist noch der Dreck oder der Staub, der auf dem Holz drauf war. Der ist jetzt weg. Das Ganze kann man in eine Plastiktüte stecken und dann kann man das auch etwas länger verwahren. Lackieren wir das Ganze mal. Insgesamt wird dieser Rahmen dann mindestens zweimal lackiert. Der Rahmen ist jetzt richtig schön lackiert. Ich würde sagen, legen wir mal das Bild hinein und schrauben jetzt diese Ecken hier unten drauf. Jedes Projekt findet mal sein Ende und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Ganze zu bauen. Und natürlich noch mehr hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder ihr schaut euch eine meiner älteren Videos mal gerne an. Zum Beispiel hier oder hier. Und damit verbleibe ich für heute. Euer Jürgen, Gruß aus der Bastelgarage.